Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, mitten im Crash. Ich weiß nicht genau, ob es schon mitten im Crash ist. Der Virus, der will sich ja erstmal noch ein bisschen hier mehr breit machen. Kann also sein, dass wir noch relativ am Anfang stehen. Auf jeden Fall ging es kräftig runter. So kräftig, wie ich das selbst persönlich noch nie erlebt habe in meinen 20 Jahren plus Börsenerfahrung. In den ein oder anderen Kommentaren habe ich auch schon gelesen, dass der ein oder andere mit der aktuellen Performance unzufrieden ist. Das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man auf die absolute Performance guckt. Es gibt aber noch eine andere Blickweise, nämlich ich sage jetzt mal die relative Performance, also wie verhält sich mein Depot im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und mein Ziel ist es, euch so ein bisschen mit den Videos unterschiedliche Sichtweisen der aktuellen Situation zu geben. Und ich und ihr gemeinsam, wir versuchen da aus der aktuellen Situation auch was zu lernen. Ich habe im letzten Depot gezeigt, wie ich versuche mit meinem Depot durch den Börsencrash zu kommen. Und im vorletzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr was für verschiedene Kategorien von Aktien es gibt, die ihr quasi kaufen könntet, um als Investor von langfristig steigenden Kursen möglichst zu den Dividenden zu profitieren. Wobei ich nicht jede Kategorie für gleich geeignet für Investoren empfunden habe oder empfinde. Ich habe ja gesagt, es gibt die Turnaround-Kandidaten, es gibt die jetzt günstigen Dividendenaktien mit Rabatt und es gibt die ja, ewigen Gewinner, habe ich sie genannt. Und guckt euch das Video an, wenn euch das interessiert, weil es ist immer ganz gut, so eine Art, sage ich jetzt mal, Schablone oder Grundorientierung im Kopf zu haben, wo man sich auch festhalten kann, wenn es draußen drunter und drüber geht. Ja, und jetzt gucken wir uns das Starterdepot an. Sparplan versus Börsencrash. Im Starterdepot investieren wir ja mittels Sparplänen in Aktien. Und wir machen das seit Mitte letzten Jahres. Und ich zeige dir jetzt dann erstmal das Starterdepot, wie das performt hat. Absolut. Kannst du dir vorstellen, dass es in den Miesen ist. Und dann zeige ich dir, wie das Starterdepot quasi relativ performt und warum es relativ so performt im Vergleich zu dem breiten Markt, wie es das eben tut, dass es kein Zufall ist, das Ganze. Gut, dann würde ich erstmal sagen, ich zeige dir mal kurz das Starterdepot hier auf meinem Blog wachstumswerte.net. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seiten aktienfinder.net und wachstumswerte.net. Ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das klappt nicht immer ganz reibungslos. Ist so ein bisschen wie so ein Boxkampf quasi, das Investieren auch. Viele Runden gewinnst du, aber es gibt auch mal die eine oder andere Runde, da gibt es halt eins auf die Schnauze. Und dann darf man sich halt nicht gleich K.O. schlagen lassen. Also das, ja, Handtuch in den Ring werfen, um in der Sprache zu bleiben, sondern muss ein bisschen Stehaufmännchen spielen. Und dann kannst du damit rechnen, dass du eben die langfristigen Renditen am Aktienmarkt kriegst. Zwischen 6 und 8% kann man ja erwarten, langfristig. Vielleicht sogar noch ein bisschen was drauf. Wir dürfen optimistisch sein, ich zeige dir dann auch gleich warum. Aber erstmal hier der absolute Betrag. Das ist momentan das Starterdepot wert. Und ich habe übrigens jetzt am 15., also ganz frisch, ich habe heute das alles eingepflegt und aktualisiert, nochmal eine extra Sparplanrunde durchgeführt. Das heißt, nochmal extra, normalerweise zum Monatsanfang, jetzt zur Mitte des Monats nochmal die ganzen Sparpläne ausgeführt, um von den momentan doch schon gesunkenen Preisen, Kursen zu profitieren. Cost-Average-Effekt, ihr wisst Bescheid. Nun ja, das Geld habe ich mir übrigens nicht mal schnell aufs Depot oder beziehungsweise aufs Verrechnungskonto überwiesen. Das war noch da, weil wir ja anfangs nicht sofort die 20 Sparpläne an einem Tag eingerichtet haben. Es hat sich über mehrere Monate hingezogen. Wir haben Videoanalysen gemacht, um eben zu wissen, in welche Unternehmen wir investieren, um davon auch überzeugt zu sein, um eben auch hier die psychologische Festigkeit zu haben, um eben auch solche Zeiten durchzustehen. Nun ja, Kursgewinn aktueller Bestand minus 19,4%. Und das ist jetzt also die absolute Betrachtung, wo man sagen könnte, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, ja, wenn ich meine 1000 Euro auf dem Tagesgeld weiterhin gelassen hätte oder wie auch immer, dann wären es immer noch 1000 Euro. So sind es jetzt halt nur noch zum Beispiel 800 Euro. Ja, das ist schade, aber das ist eben die kurzfristige absolute Betrachtungsweise, die unangebracht ist für Investoren, die sich langfristig am Aktienmarkt engagieren wollen.
Wer jetzt eben gerade angefangen hat vor 6 Monaten, zum Beispiel mit mir, mit einem Standarddepot, für den ist es zugegebenermaßen dumm gelaufen jetzt erstmal. Also das ist erstmal der schwere Einstieg. Auf der anderen Seite ist ein deutlich besserer Einstieg, als was viele andere Aktionäre erfahren mussten, die von Gier angezogen, also mit einem, sage ich jetzt mal, anderen Ansatz, gleich so ein bisschen all in gegangen sind, anstatt es beispielsweise über Sparpläne mit doch sehr soliden Unternehmen zu tun und dann mal gleich eins so richtig auf die Nase bekommen haben und wahrscheinlich dann auch am Boden geblieben sind, als Investoren jedenfalls. Also wer hier jetzt alles mit Sparplänen seit ein paar Monaten dabei ist, dem kann es durchaus wehtun. Aber das Ganze hier ist eine solide Geschichte und es ist ja jetzt nicht so, dass 20% Verlust, ich sage es mal anders, du wirst gleich sehen, dass es für einige Aktien, einige ja, Gattungen oder von Aktien deutlich schlimmer gekommen ist, als das, was wir hier sehen mit den ungefähr 20%. Gut, dann würde ich aber gucken oder sagen, gehen wir mal kurz in den Aktienfinder rein, schauen uns das Starterdepot mal näher an auf der Ebene der einzelnen Aktien und gucken nochmal, wie sich diese Aktien so in den letzten 4 Wochen entwickelt haben. Weil in den letzten 4 Wochen, da spielt sich der Crash ab, also der hat sich ja sehr schnell entwickelt. Da habe ich ja schon hier einen Merkzettel vorbereitet für das Starterdepot, dann wähle ich das mal hier alles aus. Und hier ist er. Und dann sortieren wir hier mal absteigend nach dem Monat. Und dann siehst du hier erstmal alles rot. Wenig verwunderlich. Wir haben in den letzten 4 Wochen also überall an Wert verloren, alle unsere Positionen. Und hier so zwischen 15 und 40, 41%. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat denn sich der Gesamtmarkt so geschlagen? Da habe ich mir jetzt die Indizes angeschaut. Und zwar im S&P 500 ging es im letzten Monat um 30% bergab, Nasdaq 128%, der CDAX, quasi Deutschland, DAX, MDAX, SDAX um 33%. Wir haben also irgendwo zwischen 28 und 33% Kursverlust so im breiten Markt. Und dann siehst du hier, wenn wir sagen, okay, 28, 30% irgendwo ist der Schnitt, dann siehst du, dass hier irgendwo der Schnitt wäre. Und das heißt, relativ viele Aktien haben weniger verloren als der breite Markt. Die Aktien, die, und jetzt kurz die Frage, warum ist das so? Ist das Zufall? Ich sage nein. Natürlich ist es auf die einzelne Aktie bezogen immer ein bisschen Zufall. Also es kann, du weißt nie, welches Unternehmen vielleicht als nächstes eine schlechte Nachricht rausbringt. Und der Coronavirus, der hat ja auch einzelne Branchen extrem stark getroffen. Also Tourismus, Fluglinien und so weiter ist bekannt. Aber bei jedem Wirtschaftsabschwung trifft es insbesondere die Zykliker sehr hart. Es ist eine Regel, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist im Prinzip im Begriff Zykliker, das ist per Definition so. Und wir haben im Standarddepot relativ wenige Zykliker drin. Und das ist kein Zufall, denn wir haben uns ganz am Anfang des Standarddepots für eine Strategie gemeinsam entschieden. Und das war eben eine Strategie dynamischen Dividendenwachstums, also eine Dividendenwachstumsstrategie. Und ein Unternehmen kann nur dann dynamisch die Dividende steigern über längere Zeit, wenn es stabil steigende Gewinne hat. Ansonsten, wie sollen denn steigende Dividenden finanziert werden? Das funktioniert nicht. Und Zykliker per Definition, bei denen geht es auf und ab. Das heißt, da ist es mit den stabil steigenden Gewinnen in der Regel nicht so weit her. Das heißt, aus diesem Grund haben wir eben wenig Zykliker im Depot und einige zyklische Branchen überhaupt nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Fluglinien im Depot, keine Autobauer im Depot, wir haben keine Chemieaktien, also BASF oder sowas im Depot. Wir haben keine klassischen Banken im Depot und so weiter. Und das sind insbesondere, wir haben auch keine Energieaktien im Depot oder Rohstoffaktien im Depot, weil das sind alles Zykliker. Und wenn du jetzt mal guckst, wenn wir mal den Merkzettel nochmal ausschalten, ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gezeigt, welche Aktien vor allem eins auf die Mütze gekriegt haben, das sind eben die Zykliker. Also Energie heißt zwar Energie hier, aber das ist im Prinzip
Naja, also Energieaktien haben stark einfach die Mütze gekriegt. Konsumaktien, also zyklischer Konsum, kommt immer mal wieder hier rein. Und hier sind wir eben relativ schwach an Rohstoffe, wie ich schon gesagt habe. Und ja, und die Aktien haben wir eben meistens außen vor gelassen. Gucken wir unser Standarddepot mal ein bisschen näher an, hier in der Gewichtung nach Branchen. Und hier findest du eben keine Chemie, keine Autobauer. Hier haben wir tatsächlich Konsum zyklisch. Und als hätten wir es schon gewusst, haben die auch eine rote Hintergrundfarbe. Wir haben hier Home Depot, Adidas und McDonald's. Also die sind quasi im zyklischen Bereich zu Hause oder werden so eingeteilt. Und wenn du also Home Depot, Adidas, McDonald's, und wenn du dir hier anguckst, welche Aktien entsprechend verloren haben, dann findest du hier Adidas, Home Depot, McDonald's, also im unteren Viertel oder Fünftel sogar. Und hier Industrie ist dann auch noch relativ weit unten, also Union Pacific jedenfalls, die was mit Fracht und Logistik zu tun haben und jetzt natürlich auch erwischt. Jetzt werden also der Warentransport aufgrund der nachlassenden Wirtschaft und teilweise auch aufgrund von Sonderrestriktionen wegen Corona, wobei 3M sich hier relativ gut gehalten hat, aber die hat schon vorher ziemlich stark gebeutelt. Dass wir wissen, das Niveau bei 3M, das Kursniveau ist schon relativ tief. Da kennt man auch eine Dividendenrendite von 4,4%. Wann gab es das zuletzt bei 3M? Ja, aber wieder eine andere Geschichte. Wir haben hier also relativ wenig Zykliker drinnen und deshalb haben wir automatisch auch die am stärksten gebeutelten Aktien nicht hier im Standarddepot. Und aus diesem Grund in Summe hat sich dann das Standarddepot im Vergleich zum Gesamtmarkt doch bisher jedenfalls ganz wacker geschlagen. Und das passt auch zum letzten Video, wo ich mein eigenes Depot vorgestellt habe. Denn ich selbst lege ja auch Wert auf langfristig dynamisch steigende Gewinne, weniger auf Dividenden jetzt bei mir bezogen. Also ich habe auch viele Aktien drin, die keine Dividende ausschütten, haben wir ja hier auch eine Ausnahme gemacht mit Amazon. Aber sowohl im Starterdepot als auch in meinem persönlichen Depot lege ich halt Wert auf solide, langfristige, stabile, zuverlässig steigende Gewinne. Und insofern kann man halt auch für mich selbst persönlich diese wirklichen Zykliker so nicht in Frage. Gut, es ist teilweise auch historisch gewachsen, mein Depot. Und ich habe dann doch mit Tanker Outlet Factory dann noch den einen oder anderen Versuchsballon gestartet, der jetzt hier gerade platzt. Aber in Summe schlägt sich mein Depot auch ziemlich gut. Wobei auch hier muss ich nochmal einen allgemeinen Hinweis so zum Learning geben. Mein Depot ist ja teilweise historisch gewachsen. Und ich denke, im letzten Video hast du das auch gesehen. Und es zeigt auch, wie wichtig das ist oder wie vorteilhaft es ist, wenn du von Anfang an mit einer Strategie startest. Gut, man lernt mit der Zeit immer dazu, das ist klar. Aber wenn du zu blauäugig reingehst oder mit zu wenig Hintergrundinformationen, also zu viel im Zeitverlauf quasi dazu lernst, zu viel lernt man nie dazu, aber noch zu viel dazu lernen musst. Das heißt, dass du im Vorfeld schon viele Sachen gemacht hast, die du im Nachhinein so anders gemacht hättest, dann hast du halt ein Depot, dann musst du halt erstmal mit dem Depot leben oder hast erstmal mit dem Depot zu oder zurechtkommen, das halt nicht so aussieht, wie du dir es wünschen würdest oder wie du es quasi aufziehen würdest, wenn du jetzt deinen heutigen Wissensstand schon hättest. Und da kommen halt noch diese steuerlichen Gesichtspunkte dazu und so weiter. Ich bin ja schon relativ lange dabei. Was dann auch das Problem gewesen ist, ich hatte ja auch Zykliker gekauft. Ursprünglich hatte BASF hat beispielsweise im Depot gehabt. Und von denen habe ich mich getrennt und ich habe mich von denen getrennt, aber obwohl es Zykliker sind, mit ordentlichen Kursgewinnen. Und ich habe mich aber teilweise wirklich schwer getan mit dem Verkauf und tue es auch heute noch aufgrund dieser steuerlichen Geschichten, weil man halt die Kursgewinne versteuern muss. Es sei denn, man hat halt vor 2009 gekauft und dann ist es steuerfrei und dann will man die Steuerfreiheit nicht abgeben, ja, also aufgeben. Das heißt, es ist gut, wenn du langsam einsteigst, bedächtig einsteigst, so wie wir es im Starterdepot gemacht haben und schon dir ein gewisses Grundlagenwissen und eine Strategie, also Grundlagenwissen angeeignet hast und eine Strategie schon fährst, mit der du dich wirklich identifizieren kannst, von der du überzeugt bist, dann hast du wirklich die besten Karten langfristig von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wenn es halt dumm läuft,
Dann, wie gesagt, du gewinnst nicht jede Runde. Es gibt Runden, da kriegst du halt eins auf die Nase. Eine dieser Runden, in der bewegen wir uns gerade. Und ich kann verstehen, dass du vielleicht ein bisschen taumelst, wenn du hier die absoluten Zahlen anschaust und dann sagst, hier mit dem Tagesgeldkonto wäre das nicht passiert. Okay, da gebe ich dir recht, aber du darfst halt nicht eine einzige Runde angucken. Es ist eine andere Sportart, es ist ein Dauerlauf, ja. Und wenn es jetzt halt mal bergauf geht und du anfangen musst zu schnaufen, dann hörst du ja auch nicht auf, gleich auf zu laufen und sagst, gut, jetzt setze ich mich in den Biergarten. Mag erstmal angenehmer sein, aber du kommst halt damit nicht weiter mit der Einstellung. Naja, jetzt bisschen bla 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 noch gewesen, also so ein bisschen Philosophie, aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht, um das Ganze so ein bisschen zu verdauen. Da würde ich einfach sagen, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ich wünsche dir starke Nerven, natürlich gute Investments und vielleicht das Wichtigste von allem, bleib gesund. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.